Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den SV Werder Bremen, zweite Mannschaft. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und Andreas Lumpi Lamberts. Uwe, zu Beginn an dich die Frage: Wie fällt dein Rückblick auf die Trainingswoche aus und auf welche Spieler musst du am Sonntag aller Voraussicht nach verzichten? Ja, schönen guten Tag. Rückblick auf die Trainingswoche ist teils gut. Für alles, was die Mannschaft betrifft, kann ich mich nicht beklagen. Also sehr viel Konzentration, sehr viel Torabschlüsse, die wir ja manchmal sehr gut erledigt haben, manchmal ja, hätte es besser sein können, keine Frage. Verletzte sieht so aus, dass Molly wieder dazukommt. Also er hat ja schon in der letzten Woche 2 Einheiten absolviert. Fürs letzte Wochenende war mir das Risiko noch ein bisschen zu groß. Aber ich denke, jetzt steht dem nichts mehr im Wege, dass er auf jeden Fall dabei ist. Ja, dann die andere Geschichte möchte ich eigentlich entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten auch mal Stellung beziehen. Kleines bisschen, nicht Auslöser, aber hilfreich heute der Bericht in der Mopo. Dunkle Wolken über Dresden. Interessiert mich natürlich immer, ist ja klar. Ja, es ist ein Umstand, wo schon seit längerer Zeit auch in mir brodelt, und zwar aus sportlicher Sicht, weil wir schon enorm darunter leiden und dass das so ein bisschen auf unserem Rücken ausgetragen wird. In Form von Trainingseinheiten, die im Stadion nicht stattfinden dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte eigentlich ausdrücklich dann auch sagen, dass es überhaupt kein Problem zwischen den Stadionarbeitern und uns gibt. Ich glaube, dass wir im Reinen sind. Das Problem liegt dann auf einer anderen Ebene. Nur, ich glaube, dass der Verein mit seinem Anspruchsdenken erstmal die zweite Liga zu erreichen, was auch gut so ist, was ja auch mein Denken ist, mein Anspruch ist, aber weiter davon entfernt ist, diese Bedingungen auch zu schaffen, dass man nicht darauf hoffen muss, dass es gut geht, sondern dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, indem man alles dafür tut und Bedingungen herstellt, die das auch ermöglichen. Ich meine, wir haben ja jede Woche irgendwo Trainingseinheiten, wo es darum geht, was einzustudieren, die Mannschaft, die am Wochenende aufläuft, auch im Training mal zusammenzustellen. Wir haben ja ein Trainingsgelände, was ja öffentlich ist, wie es öffentlich ja nicht geht, wo jeder zuschauen kann, wo jeder Trainer irgendeinen vorbeischicken kann, der dann alles sieht, was man macht. Und das versucht man natürlich dann schon ein bisschen zu verhindern. Und darunter leidet das ein oder andere. Und ja, wenn man jedes Mal bitten und betteln muss, um mal 20 Minuten Standardsituationen hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, dann ist es schon sehr, sehr mühselig. Und deswegen war mir das eigentlich mal ein Anliegen, das auch hier kundzutun. Und ja, mir wäre lieber, dass das so schnell wie möglich erledigt wird und dass die zuständigen Herren sich dann mal zusammensetzen und den Sport dann auch in der Form unterstützen. Danke. Kommen wir noch zurück zum Spiel am Sonntag gegen Bremen 2. Was erwartest du für einen Gegner und wie stellst du deine Mannschaft auf das Spiel gegen die Zweitvertretung von Werder Bremen ein? Naja, Werder Bremen ist ähnlich gelagert wie das letzte Heimspiel Mainz. In einer sehr guten Verfassung, haben 7 Spiele nicht verloren. Ist häufig so, dass gerade in der Rückserie die Mannschaften einen guten Erfahrungsfortschritt gemacht haben durch die Hinserie. Das dann auch häufig umsetzen können in Form von sportlicher Leistung. Und das ist bei Werder im Moment auch der Fall. Und ich glaube, dass wir ähnlich wie gegen Mainz auch vorgehen werden. Wir müssen mit einer großen körperlichen Robustheit intensiv den Gegner bearbeiten, sie nicht zum
Luft holen kommen lassen, sehr aggressiv spielen und natürlich dann auch unsere Torchancen irgendwann nutzen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn Sie wissen wollen, wie wir spielen, kommen Sie gleich am Training vorbei, können Sie gucken. Uwe, vielen Dank für den Moment. Am Sonntag, Lumpi, wartet Bremen 2, da werden bei dir womöglich ambivalente Erinnerungen wach oder Gefühle. Zum einen gelang dir ein Traumtor im Hinspiel und andererseits wurdest du vom Platz gestellt. Denkst du als Fußballprofi vor so einer Begegnung am Sonntag nochmal darüber nach? Nee, eigentlich nicht. Ich kann mich an das Hinspiel gut erinnern. Sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, haben aber dann ein bisschen besser Fuß gefasst und ja, vielleicht im Endeffekt ein bisschen glücklich gewonnen durch den Elfmeter nachher. Aber im Endeffekt war ich dann froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben und deswegen, das ist dann für mich abgehakt. Jetzt wird ein anderes Spiel, wir spielen jetzt zu Hause und da geht es wieder bei 0-0 los und da bin ich dann guter Dinge, dass wir diesmal besser ins Spiel kommen. Gegen Mainz 2 habt ihr zuletzt die Aufgabe zu Hause mit Bravour gelöst und souverän mit 3-0 gewonnen. Gegen Halle habt ihr sehr dominant gespielt, euch sehr, sehr, sehr viele Chancen erarbeitet. Wird der Schlüssel zum Erfolg am Sonntag eine höhere Effizienz vor dem Tor? Ja, das glaube ich schon. Ich habe jetzt natürlich auch viele Reden hören, dass wir ja, irgendwie ein kleines Loch haben, die Chancen nicht mehr nutzen, aber ich glaube, eigentlich bräuchten wir uns erst Sorgen machen, wenn wir gar nicht erst zu den Torchancen kommen und sowas kann immer passieren. Ich glaube, zur Halbzeit oder bis zur Halbzeit hatten wir vier richtig gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit auch noch das ein oder andere Ding und ja, die haben wir einfach alle nicht genutzt. Und dann muss man aber auch gucken, dass man einfach den Punkt mitnimmt und nicht noch einen fängt. Und ja, wichtig ist dann halt, dass man vielleicht auch mal die ein oder andere Chance nutzt, dass man ja, ein bisschen entspannter vielleicht spielen kann oder ja, den Sack dann zumachen kann. Die Fans haben euch nach dem Spiel noch lange besungen, so lange, bis ihr nochmal aus der Kabine gekommen seid. Für die Beteiligten, die vor Ort waren, war das ein besonderer Moment. Wie ging es dir, als du da nochmal aus der Kabine geflitzt bist? Ja, war natürlich schön. Man hat ja gesehen, das Stadion war komplett leer schon, nur unser Block war noch rappelvoll und die Jungs haben noch richtig lange und ordentlich Stimmung gemacht. Das war schon beeindruckend, vor allen Dingen nach einem 0-0, wo natürlich auch alle ja, nicht so zufrieden waren, aber ja, vielleicht zeigt es dann doch, dass die Leistung wenigstens gestimmt hat und ja, alle dann wenigstens damit zufrieden waren. Also ich habe ja lange, lange Zeit eigentlich immer nur auch die gleichen Trainingsplätze gesehen und ja, da weiß ich nicht, da mosert man nicht großartig rum. Natürlich haben wir da drüben ja, zwei Plätze. Der eine ist im Moment ja, sehr in Mitleidenschaft gezogen durch die Wetterverhältnisse. Der ist sehr schmierig, sehr seifig. Und dann, wenn man dann auf den Hauptplatz geht, das ist dann ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der wird gepflegt, den schonen wir natürlich auch ein bisschen. Aber wir geben uns einfach den Bedingungen so, wie sie sind. Und das wird auch jedes Wochenende so sein. Der eine Platz wird besser, der andere schlechter sein. Und ja, wir nehmen es einfach so, wie es ist. Und ja, haben da auch gar keine Lust, uns über sowas jetzt Gedanken zu machen, was man besser oder anders machen könnte. Das ist nicht in unserem, liegt nicht in unserem Aufgabenbereich. Wir nehmen alles so wie es ist und gut ist. Na, ich werde diese Frage noch beantworten, aber danach möchte ich eigentlich zu diesem Thema nichts mehr sagen, weil ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir am Herzen liegt. Normalerweise ist es schon so üblich, dass man mindestens einmal die Woche ein Training macht, was nicht öffentlich ist. Das wäre schon ganz gut, einfach um die Formation auch durchspielen zu lassen, auf den Gegner einzugehen, ein paar Ecken noch auszuführen. Einmal Minimum wäre schon angesagt. Ansonsten habe ich ja gerade auch gesagt, dass dieses Thema auf einer anderen Ebene liegt und dass weder die Stadionarbeiter noch wir was dafür können. Wir haben dem zu gehorchen, die ja, Befehle geben und das wie es jetzt letztendlich genau zusammenhängt, da können wir, glaube ich, Tage darüber diskutieren. Jeder hört so ein Fetzen davon und Fetzen davon und die eine Seite und die andere Seite unterschiedliche Darstellungen. Ich glaube, da müssen die andere Gedanken drüber machen. Als ich noch Trainer von BVB 2 war,
du hast mir natürlich recht. Ist klar, aber die Diskussion gibt es ja auch schon lange und die haben sich auch schon die klugen Köpfe reichlich Gedanken gemacht. Ich weiß letztendlich nicht, was die beste Lösung ist. Wir nehmen es so, wie es ist und wir spielen gegen diese Mannschaften und ich glaube, bis jetzt haben wir auch keine so schlechte Quote. Ich glaube, dass es jetzt auch durch die ganzen Veränderungen, die im Gegensatz von vor, weiß ich nicht, 8 Jahren, 9 Jahren gemacht wurden, natürlich auch schon relativ entspannt ist. Früher war es gang und gäbe, dass Profis von oben immer wieder gespielt haben und dass dann schon so eine Art Wettbewerbsverzerrung zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist heute in dieser Form nicht mehr möglich und das ist auch gut so. Und von daher ist es nicht mehr dieses Problem, was es mal war. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben ja für Montag auch wieder ein Freundschaftsspiel abgemacht, was auch hoffentlich stattfindet, weil der Wettergott hat was dagegen. Einfach um weiterhin Spielpraxis für die Spieler, die hinten dran sind, zu erlangen. Das ist enorm wichtig und mit der U23 hat man dann eigentlich einen regelmäßigen Spielbetrieb, wo diese Spieler zum Einsatz kommen würden. Aber ich weiß natürlich auch, finanzielle Bedenken der Vereine und ja, das muss letztendlich jeder Verein für sich selber entscheiden, ob er es so handhabt oder so und ein bisschen Spielpraxis tut jedem Spieler gut, der jetzt bei uns nicht zum Einsatz kommt. Na, natürlich ist die Situation da drüben nicht so gut, wie sie sein sollte. Dass es da Probleme gibt, bekommt jeder mit, glaube ich. Ich habe da natürlich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen oft und lang drüber geredet. Ich weiß nicht, die sind gerade in einem Sog drin, wo es einfach nicht läuft. Die kriegen gerade die Kurve nicht so richtig. Ich nehme da gerne das Beispiel Dortmund, die, weiß ich nicht, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren da diese Saison hingelegt haben, wo sie lange unten drin standen und keiner wusste warum. Eigentlich eine spielerisch super Mannschaft, aber haben sie irgendwie nicht umgesetzt bekommen. Und bei Düsseldorf ist es jetzt so, dass ja da auch komplett die Erfolgserlebnisse fehlen und keiner so wirklich die Erklärung dafür hat, weil eigentlich haben sie ja qualitativ einen richtig guten Kader, aber so richtig umsetzen können sie das irgendwie nicht. Aber ich glaube oder bin mir eigentlich sicher, dass sie trotzdem stark genug sind, um irgendwie die Klasse zu halten. Also das glaube ich eigentlich schon. Ich meine, man weiß nie, was noch passiert, wie die nächsten Spiele und Wochen laufen, aber eigentlich sollten sie stark genug sein, um die nötigen Punkte zu sammeln. Ärgerlich, diese Nachfrage. Ich hatte gedacht, hätte ich schon umschifft. Nein, es sieht bei Paco nicht so gut aus. Er hat Probleme, hat auch noch nicht trainieren können. Wir hoffen vielleicht noch ein kleines bisschen, aber ich hatte ja schon in der letzten Woche auch angedeutet, dass man das nicht unendlich durchziehen kann, dass irgendwann die Form auch drunter leidet. Selbstvertrauen natürlich auch. Ohne Training weniger wird. Ich denke, dass er eher am Sonntag nicht spielen wird. Ja, komm doch gleich vorbei, dann sehen wir das. Nein. Wenn der zweite Stürmer auf der Bank sitzt, der dritte nicht im Kader ist, weil man alle Positionen abdenken muss, dann ist die Reihenfolge, denke ich mal, normalerweise klar. Aber wir haben auch noch 2 Einheiten. Auch da kann noch alles passieren. Hat schon mehrere Durchstarter gegeben. Die normale Reihenfolge wäre sicherlich Kutschke im Sturmzentrum. Und ich glaube, dass er sich ganz gut eingelebt hat. Er ist relativ schnell im Trainingslager in die Mannschaft integriert worden. Hat gegen Kiew, wenn ich dann an die Aktion denke, den Ausgleich hervorragend vorbereitet. Dass man ein bisschen mehr Spielpraxis braucht, um an 100% zu kommen, glaube ich, kann man sich schon denken. Vielleicht ist der Zeitpunkt genau der richtige für ihn. Ich bin davon überzeugt, dass er uns auf lange Sicht auf jeden Fall helfen wird. Nur die Ergebnisse sprechen eine andere Sprache der letzten Wochen. Also von daher denke ich nicht, vielleicht ist er genau andersrum. Der eine oder andere, Grilic zum Beispiel, hat im Hinspiel auch noch gegen uns gespielt, ist jetzt oben dabei. Also vielleicht sieht der eine oder andere sogar noch größere Chancen, in so einer Phase in die Mannschaft zu kommen, durch gute Leistung. Also ich glaube, dass die Amateurmannschaft davon nicht betroffen ist. Gibt es noch Fragen? Nein? Okay.
Von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anschluss um 14 Uhr, die Stadiontore öffnen um 12 Uhr, der VIP-Raum um 12.30 Uhr. Karten gibt es ab 12 Uhr an allen Tageskassen im Stadionumlauf sowie schon ab 10 Uhr im Kassenbereich Lenné-Platz. Dort gibt es auch das Stadionmagazin Kreisel und auch im Fanshop. Im Vorverkauf wurden über 21.500 Tickets verkauft. Wir rechnen mit über 23.000 Zuschauern gegen Werder Bremen 2. Davon werden maximal 50 Gästefans aus Bremen erwartet. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Martin Thomsen, 30 Jahre alt, aus Kleve. DFB-Schiedsrichter seit 2009, die zweite Liga pfeift er seit 2013, bisher dreimal mit Dynamo-Beteiligung und davon haben wir alle drei Spiele gewonnen. Zuletzt mit Dynamo-Beteiligung am 26. Juli 2014. Beim 2:1 Heimsieg zum Auftakt gegen Stuttgart 2. Die U19 starteten die Rückrunde auswärts Samstag 12 Uhr beim 1. FC Union Berlin auf dem Kunstrasen Bruno-Bürgel-Weg 63 in Berlin. Wir sehen uns Sonntag im Stadion. Bis dahin. Tschüss.